Also, jetzt darf ich zum ersten Mal ein Mikrofon reinsprechen. Und warum darf ich das? Weil wir am 5. Dezember eine große Kundgebung der Friedensbewegung haben. Vor dem Reichstag vom Bundeskanzleramt am 5. Dezember um 13.30 Uhr. Anlass ist die schon seit vielen Jahren stattfindende immer weitere Steigerung der Rüstungsausgaben in Deutschland. Am 11. Dezember wird der Bundeshaushalt für 2021, für das kommende Jahr, verabschiedet. Und zum 7. Mal in Folge soll auch in diesem Jahr wieder der Rüstungshaushalt stark angehoben werden auf inzwischen fast 50 Milliarden Euro. Das ist Zeit jetzt, dass die Friedensbewegung, die in den letzten Jahren ein bisschen unsichtbar geworden ist in Deutschland, dass die Friedensbewegung wieder ein bisschen stärker wird, wieder sichtbarer wird in der Öffentlichkeit und vielleicht diesem Trend zur Militarisierung in Deutschland etwas entgegensetzen kann. Und dieses Jahr ist es gelungen, ganz prominente Personen zu gewinnen für diese Kundgebung vor dem Kanzleramt, für eine Kundgebung für Abrüstung und für Entspannungspolitik. Einige Gewerkschaftsführer, ich kann jetzt noch keine Namen sagen, weil ich nicht weiß, ob das alles schon veröffentlicht werden soll. Auf jeden Fall ein führender Gewerkschafter wird vor dem Bundeskanzleramt sprechen am 5. Dezember. Ein führender Vertreter der deutschen Umweltschutzverbände wird sprechen. Die Miriam Rapo, den Namen darf man glaube ich schon sagen, eine Sprecherin von Fridays for Future wird anwesend sein am 5. Dezember. Also die Organisatoren haben die Hoffnung, dass es eine Kundgebung wird, die wieder in die Öffentlichkeit auch hineinwirken kann, die dann auch wieder in den großen Medien in Deutschland und nicht nur in kleinen Friedensgruppen wahrnehmbar wird. In den letzten Jahren vielleicht ein bisschen was zur Militarisierung in Deutschland, zu diesem Trend. Im Grundgesetz ist die Bundeswehr ja als eine Verteidigungsarmee definiert. Die Bundeswehr soll Landesverteidigung betreiben und das ist seit längerer Zeit nicht mehr das Ziel, das unsere politische Elite tatsächlich vertritt, sondern unsere Regierung möchte eigentlich mit militärischen Mitteln wieder Weltpolitik betreiben können. Das heißt, die Bundeswehr, die wird ja schon in vielen Auslandseinsätzen eingesetzt. Die Bevölkerung ist noch nicht so richtig zu begeistern für die Auslandseinsätze. Es wird immer deutlicher formuliert, dass die Bundeswehr auch geopolitische Aufgaben hat, also dass Handelswege gesichert werden sollen, dass Handelswege auch militärisch freigehalten werden sollen, dass es notwendig ist, Absatzmärkte und den Zugang zu Rohstoffen mit militärischen Mitteln sicherzustellen. Dafür muss die Bundeswehr stärker werden. Dafür möchte man mehr Geld zur Verfügung haben. Deshalb gibt es das 2%-Ziel innerhalb der NATO. Im Augenblick liegen die Rüstungsausgaben, die seit 7 Jahren in Folge von Jahr zu Jahr gestiegen sind. Im Augenblick liegen sie ungefähr bei 1,3-1,4% des Bruttosozialprodukts. Das soll nach dem Willen der Regierung und aller starken Parteien, mit Ausnahme der Linken in Deutschland, auf 2% ansteigen innerhalb von etwa 10 Jahren. Und das wären dann statt in der Größenordnung von 50 Milliarden wie heute etwa 90 Milliarden Euro jedes Jahr. Und das in einer Zeit, in der das Geld sehr dringend benötigt wird für soziale Zwecke, für den Ausbau eines vernünftigen Bildungssystems, für die Gesundheitsversorgung, für vernünftige Verkehrsinfrastruktur, für die Klimawende, für Umweltschutz. Also es gibt jede Menge Aufgaben, die in Zukunft dringlich sind. Das Geld ist nicht verfügbar für Rüstung und soll aber für Rüstung freigemacht werden. Dagegen gibt es am 5. Dezember die Kundgebung
vor dem Bundeskanzleramt mit einer Menschenkette, die wir anschließend um das Reichstagsgebäude bilden möchten. Am 5. Dezember vor dem Kanzleramt findet in Berlin der Aktionstag gegen Aufrüstung statt. Und was es mit der Aufrüstung auf sich hat, das erklärt uns jetzt Bernd. Ja, liebe Friedensfreundinnen und Freunde, erstmal ganz herzlichen Dank, dass ihr euch da hier eingefunden habt. In Anbetracht der aktuellen Situation und der Herausforderungen und Einschränkungen, die mit Corona verbunden sind, ist es besonders bemerkenswert, dass wir uns zu dem nicht zu vernachlässigenden Thema Frieden hier zusammengefunden haben. Es ist umso wichtiger, dass im Hintergrund im Moment Dinge laufen, die dem Frieden eigentlich nicht zuträglich sind, weil alle Menschen in Anspruch genommen sind, abgelenkt sind durch die Einschränkungen und die Probleme, die mit der aktuellen Pandemie und mit der Corona-Situation zu tun haben, und im Bundestag Beschlüsse gefasst werden, die aus der Sicht von uns, auch von mir, wahrscheinlich in die falsche Richtung gehen. Ich möchte das Thema auf folgende Weise mal zur Diskussion stellen. Müssen wir wirklich aufrüsten? Bringt das uns und der Welt mehr Sicherheit? Im Moment laufen gerade die Bundestagsdebatten in der kommenden Woche in der zweiten Lesung zum Haushaltsplan 2021. Und der Teilplan 14 beschäftigt sich speziell mit der Thematik der Rüstungsausgaben der Bundesrepublik Deutschland. Natürlich im Kontext mit den Verbündeten und den anderen NATO-Staaten. Der Einzelplan 14, Micha Lang hatte ja vorhin schon darauf hingewiesen, weist aus, dass in 2021 46,8 Milliarden Euro für Rüstung ausgegeben werden sollen. Das ist im Verhältnis zum Vorjahr eine Erhöhung von 2,55%. Wenn man allerdings die Steigerung in Bezug auf 2019 sich ansieht, also ein Jahr davor, sind das immerhin ganze 8,6%. Also 8,6% mehr Geld wird ausgegeben für die Rüstungsaufwendungen in 2021. Und das vor dem Hintergrund, wo die Sozialsysteme in höchster Weise belastet sind, das wissen wir ja alle, durch die mit Corona verbundenen Einschränkungen, wo im Gesundheitssystem erhebliche Mittel erforderlich sind und im Moment auch eingesetzt werden, um die Gesundheit der Bevölkerung weiter zu gewährleisten. Was sind die Begründungen für die Erhöhung? Und darüber würde ich mich gerne mit euch mal etwas detaillierter unterhalten. Die regierenden Parteien, vertreten durch CDU und SPD, aber in Teilen auch unterstützt von FDP und den Grünen, das ist ja jetzt nicht allzu verwunderlich, argumentieren etwa in folgender Weise. Sie sprechen von einer Zunahme der Bedrohungslage. Und zwar die Bedrohungslage, die uns, sagen wir mal, herausfordert, ist gegeben durch den Kampf gegen den Terror. Das kennen wir ja alles, das hat ja eng mit dem 11. September 2001 zusammen. Das aggressive Verhalten Russlands, das vermeintlich aggressive Verhalten Russlands und die zunehmende weltpolitische Rolle Chinas als Konkurrent der USA und der westlichen Wertegemeinschaft insgesamt. Als weiteres Argument wird ins Feld geführt, warum wir die Rüstungsausgaben deutlich erhöhen müssen. Die mangelnde Ausrüstung der Bundeswehr,
die faktisch ihre regulären Aufgaben nicht mehr wahrnehmen kann. Wir werden uns mit all diesen Themen auseinandersetzen. Und die Übernahme von Verantwortung in der westlichen Sicherheitsarchitektur, das ist so etwa das Zauberwort. Wir müssen mehr Verantwortung in der Welt übernehmen und unserer Rolle gerecht werden. Die Bundesrepublik Deutschland ist im europäischen Verbund ja das wirtschaftsstärkste Land. Und in Analogie zu der Wirtschaftskraft oder proportional zu der Wirtschaftskraft sollen wir auch einen entsprechenden militärischen Beitrag übernehmen. Das wirkt natürlich einigermaßen kurios, dass das Land, was in Mitte des vorigen Jahrhunderts die größte Katastrophe in der Weltgeschichte heraufbeschworen hat, jetzt wieder in extremer Weise aufgerüstet werden soll oder muss. Und last but not least, der dritte Punkt, der als Argumentation für die Aufrüstung ins Feld geführt wird, ist das sogenannte 2%-Ziel der NATO-Mitglieder. Dazu kommen wir dann noch speziell. Wir hatten ursprünglich vorbereitet, dass wir euch auf einer Leinwand ein paar Grafiken zeigen können, die die Entwicklung des Rüstungsgeschehens deutlich machen. Das ist leider witterungsbedingt heute nicht möglich. Also müssen wir versuchen, das so zu erläutern. Daher beschränke ich mich darauf, uns mit diesen Argumenten, die eben vorgetragen wurden, auseinanderzusetzen. Ich will mal beginnen mit dem letzten Aspekt, der aber ganz in der Argumentation eine ganz zentrale Rolle spielt. Dem sogenannten 2%-Ziel, dass alle NATO-Mitgliedstaaten 2% ihres Bruttosozial- oder Bruttoinlandsprodukts in Zukunft für die Rüstung ausgeben sollen. Wie ist denn das überhaupt entstanden? Die meisten nehmen ja an, das ist auf dem NATO-Gipfel in Wales 2014 verabschiedet worden, als nämlich Russland vermeintlich die Ukraine annektiert hat. Aber weit gefehlt, liebe Freunde. Auf dem NATO-Gipfel 2002, wir erinnern uns, in Prag, wurde die Idee geboren und ein 2%-Ziel für bestehende und künftige NATO-Mitglieder vereinbart. Es war quasi der Eintrittspreis für die neu gewordenen zukünftigen Mitglieder Bulgarien, Rumänien, die Slowakei und die baltischen Staaten. Das war sozusagen die Eintrittsbedingung, wenn ihr faktisch eure Haushalte so gestaltet, dass ihr 2% eures Sozialprodukts für Rüstung ausgebt, dann dürft ihr Mitglieder der NATO werden. Wenn man sich die entsprechenden Slides ansieht, dann fällt einem sofort ins Gesicht, dass gerade diese Länder, wenn ich vor allem zum Beispiel an die baltischen Staaten denke, was das Bruttosozialprodukt anbetrifft der Europäischen Union, faktisch keine Rolle spielen, faktisch marginal sind. Daher ist es auch ein leichtes, dort 2% des entsprechenden Bruttosozialprodukts für Rüstung zu generieren oder auszugeben. Und zwar, interessant wäre nochmal, das wäre ein interessanter Forschungsauftrag, das werde ich ihm auch mal schreiben, für Daniele Ganser, mal zu untersuchen, wie haben denn ausgerechnet diese Länder dieses 2%-Ziel erreicht? Hat da vielleicht jemand Hilfestellung gegeben? Hat da vielleicht jemand Pate gestanden? Weil nämlich eigentlich geht es natürlich nicht um diese kleinen Länder, sondern es geht darum, die Rüstungsbeiträge der wirtschafts- und leistungsstarken großen Länder zu erhöhen. Und der entscheidende Grund dafür ist, die Amerikaner haben unterhalten weltweit etwa 800 Militärbasen und haben in fast allen Regionen der Welt maßgebliche Stützpunkte. Einen der größten oder den größten, also die größte Airbase weltweit außerhalb des Territoriums der Vereinigten Staaten ist die Airbase Ramstein.
Deswegen sind die Friedensfreundinnen und Freunde der Initiative Stopp ERBs Rammstein auch besonders aktiv an dem Thema dran. Nicht nur wegen des Kronenkriegs, über den später noch was erzählt wird, sondern wegen dieser besonderen Rolle dieser amerikanischen Militärbasis auf deutschen Boden, einem Ergebnis des Zweiten Weltkriegs. Aber zurück zum 2%-Ziel. Auf dem NATO-Gipfel in Wales 2014, habe ich schon angesprochen, wurde das Ziel verstärkend bestätigt. Grund war die vermeintliche Annexion der Krim durch Russland. Ich will mal kurz warten, bis das Krankenfahrzeug hier vorbei ist. Deutschland war auf diesem NATO-Gipfel vertreten durch Frank-Walter Steinmeier, unseren jetzigen Bundespräsidenten. Und zwar wurde auf diesem NATO-Gipfel speziell beschlossen, das Ziel soll innerhalb von 10 Jahren erreicht werden und der Beschaffung von Großgerät und der militärischen Forschung dienen. Das sind zum Beispiel Fregatten, dass Deutschland wieder eine Seekriegsmacht oder sich als Seekriegsmacht an den amerikanischen Aktivitäten beteiligen soll, am asiatisch-pazifischen Raum. Das ist das Drohnenprogramm, das bewaffnete Drohnenprogramm, was die Bundesrepublik gerade kürzlich aufgelegt hat, dass wir uns an Weltraumrüstung beteiligen, wir als Deutschland. Das sind, sagen wir mal, große militärische Projekte, die hier getragen werden sollen. Nehmen wir uns einen anderen Aspekt an, die erhöhte Bedrohungslage. Von China sind wir, die transatlantischen Staaten, nicht direkt und nicht militärisch bedroht. China ist vielmehr ein Konkurrent auf wirtschaftlichem Gebiet. Darauf müssen nicht militärische Antworten gefunden werden. Es ist doch eine total abstruse, verrückte Idee, dass man durch mehr Rüstung Oberhand gewinnt. Wo soll denn das hinführen? Wollen wir uns am Ende selbst vernichten? Russland ist nicht so gefährlich wie behauptet. Jedenfalls sehe ich das mindestens so. Die Übernahme der Krim hängt vor allem mit der maritimen Präsenz Russlands im mediterranen Raum und dem seinerzeit drohenden Verlust seines Schwarzmeerhafens Sewastopol zusammen. Erinnern wir uns an die Mitte des vorigen Jahrhunderts. Im Jahr 1942 gab es erbitterte Kämpfe um die Festung Sewastopol, wo die Russen einen riesen Blutzoll bringen mussten und die Wehrmacht 1942 Sewastopol erobert hatte. Das ist natürlich noch im historischen Gedächtnis der Russen präsent. Nächster Aspekt: Der islamistische Terrorismus wird automatisch abnehmen, wenn der Nahe und Mittlere Osten nicht mehr destabilisiert wird. Das ist aus meiner Sicht ein Weg, wie man wirklich dem Frieden und der Befriedung von Konflikten auf dieser Welt gerecht werden kann und wie man die angehen kann. Widmen wir uns dem Thema Übernahme der Behauptung, der vermeintlichen Behauptung, Übernahme von Verantwortung. Da muss man sich die Frage stellen, Verantwortung wofür und wem gegenüber soll Verantwortung übernommen werden? Dem Volk, der Bevölkerung oder etwa einer Lobbygruppe, die im Rüstungskartell und in anderen militärischen Institutionen und Verbänden faktisch das Wohl und Heil der Welt sieht. Militär als Lösungsoption führt in der Regel nicht zu mehr Sicherheit, sondern wandelt sich auf lange Sicht in ihr Gegenteil. Das hat die Geschichte mehrfach bewiesen. Diese Erfahrung sollten wir als Menschheit doch bitte zur Kenntnis nehmen. Die USA haben sich mit der Doktrin vom Preemptive Strike, von der Verteidigungsstrategie verabschiedet und verstoßen mithin gegen das UNO-Gewaltverbot. Preemptive Strike heißt, man muss jemand
bevor er militärisch aktiv werden, faktisch nach dem geflügelten Wort, Angriff ist die beste Verteidigung, vorher vernichten, schlagen. Das hat aber mit Verteidigung überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist eine offensive, aggressive Strategie, die dahinter steht. Und alle Mächte, die im NATO-Verbund unter Führung der Vereinigten Staaten von Amerika militärisch miteinander verstrickt sind, hängen an dieser Doktrin dran. Da kann man viel reden, dass wir eine Parlamentsarmee sind und der Bundestag letztendlich entscheidet über militärische Einsätze. De facto entscheiden faktisch übergriffige militärische, sich selbst entwickelnde Prozesse. Als Partner in einer Allianz mit ihnen geraten wir zunehmend in Mithaftung. Das letzte Gefecht zur Befriedung der Situation gibt es nicht. Das hat die Geschichte bewiesen. Der KSE-Prozess hat das Konfrontationsproblem Ost-West gelöst, nicht die militärische Hochrüstung. Das ist die Lehre, die uns die Geschichte an der Stelle erteilt. Also nehme ich das so wahr, dass die Argumente, die im Bundestag vorgelegt wurden, um die Rüstungsausgaben der Bundesrepublik Deutschland maßgeblich zu erhöhen, in die falsche Richtung weisen. Und darüber müssen wir mit unserer Bevölkerung in einen Dialog treten und für meine Begriffe auch zu anderen Ratschlüssen und zu anderen Ergebnissen kommen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Mein Name ist, wenn ich singe, Karl Nummes aus Berlin von der Nummes Band. Dankeschön, dass ihr mich hier eingeladen habt. Willst du was sagen? Also ich möchte genau sagen, dass du gerade nimmst. Achso, das wolltest du auch sagen. Genau. Wir können Gedanken lesen. Ja, ich möchte anfangen mit dem italienischen Partisanenlied. Die Partisanen haben den Krieg beendet, nicht irgendwelche Friedensfürsten und irgendwelche Verhandlungskünstler, sondern der Zweite Weltkrieg musste mit dem Krieg beendet werden, den Krieg der Sowjetunion und der Partisanen in vielen, vielen Ländern. Bella Ciao! Ihr könnt gerne mitsingen, wenn ihr möchtet. Eines Morgens in aller Frühe, oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Eines Morgens in aller Frühe treffen wir auf unseren Feind. Eines Morgens in aller Frühe treffen wir auf unseren Feind. Partisanen, kommt, nehmt mich mit euch. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Partisanen, kommt, nehmt mich mit euch, wenn ich fühl, der Tod ist nah. Partisanen, kommt, nehmt mich mit euch, wenn ich fühl, der Tod ist nah. Wenn ich sterbe, oh, ihr Genossen, oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Wenn ich sterbe, oh, ihr Genossen, bringt mich dann zur letzten Ruhe. Wenn ich sterbe, oh, ihr Genossen, bringt mich dann zur letzten Ruhe. In den Schatten der kleinen Blume, oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Eine kleine und zarte Blume in die Berge bringt mich dann. Eine kleine und zarte Blume in die Berge bringt mich dann. Und die Leute, die gehen vorüber, oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Und die Leute, die geht vorüber, sehen die kleine Blume stehen. Und
sehen die kleine Blume stehen. Diese Blume, so sagen alle, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ist die Blume des Partisanen, der für unsere Freiheit starb. Ist die Blume des Partisanen, der für unsere Freiheit starb. Jawohl, danke schön für den Applaus. Seid ja doch da, das ist schön, weil ich durch diese Folie hier so ganz schlecht euch sehe und ich werde hier angeleuchtet, aber ist toll. Normalerweise habe ich mal gerne Rückkopplung mit dem Publikum, aber ihr könnt mitklatschen, ihr könnt mit singen, ihr könnt mit was weiß ich, ein bisschen Krach machen. Ja. Das ist gut. Ich habe gehört, ihr seid hier gegen Rammstein. Rammstein, diese. Das ist ja Barbarei, oder? Diese Basis da von hier, von deutschem Boden aus, geht wieder Krieg aus ständig. Obwohl man nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt hat, von deutschem Boden soll nie wieder ein Krieg ausgehen. Ja, alles Lüge und Heuchelei. Die USA macht ihren Drohnenkrieg von hier aus. Und das nennt sich dann noch Friedenspolitik. Ich bin kein Anti-Amerikaner, ich liebe die Amerikaner, aber nicht den Trump und die Monopolkapitalisten. Und ein wunderbarer Liedermacher, Nobelpreisträger, Bob Dylan hat einen tollen Song gemacht, Masters of War. Ich habe das ins Deutsche übertragen versucht. Ihr Herren der Kriege, ihr Damen von Welt, versteckt hinterm Schreibtisch, voll Macht und voll Geld. Ihr führt eure Kriege gegen Mensch und Natur. Die Erde verbrennt, ihr schaltet auf Stur. Die Erde verbrennt, ihr schaltet auf Stur. Ihr verbergt eure Augen, eure Pläne geheim, eure Zungen verbreiten Friedensschleim, saugt aus unser Blut, drückt Völker in Not. Durch euch wird das Leben der Erde bedroht. Durch euch wird das Leben der Erde bedroht. Tickt der Profit, ihr nehmt Mutter Erde zur Höllenfahrt mit. Das Wolfsgesetz treibt euch, euch nutzt jeder Schuss. Das ist das Geschwür, das entfernt werden muss. Das ist das Geschwür, das entfernt werden muss. Ihr wollt unsere Köpfe, ihr wollt unser Herz, ihr wollt unsere Hände für euren Kommerz. Professoren und Waffen, Knüppel stehen bereit, wenn zornig das Volk nach Gerechtigkeit schreit, wenn zornig das Volk nach Gerechtigkeit schreit. Wir werden erkämpfen das Ende eurer Macht, die Sonne des Morgens nach finsterer Nacht. Mit unseren Händen graben wir euer Grab,
und bleiben dran stehen, bis der Teufel euch heißt. Und bleiben dran stehen, bis der Teufel euch hat. Und bleiben dran stehen, bis der Teufel euch hat. Ja, dankeschön. Den Applaus höre ich, das finde ich gut. Da drüben seht ihr ein Plakat, ein Banner. Das gehört zu unserer Friedensgruppe Stopp Rammstein, die die Veranstaltung heute Abend hier macht. Wir sind eine kleine Berliner Friedensgruppe, die die Kampagne Stopp Rammstein unterstützt. Hier von Berlin aus, die Kampagne Stopp Rammstein ist eine bundesweite Kampagne, die sich mit der US Air Base Rammstein in der Nähe von Kaiserslautern befasst. Zu der werde ich nachher noch was sagen. Die Forderungen der Kampagne Stopp Air Base Rammstein sind im Wesentlichen zwei. Es soll kein Drohnenkrieg von deutschem Boden ausgehen. Dafür nämlich ist die amerikanische Militärbasis in Rammstein bekannt. Über Rammstein werden die amerikanischen Drohnenkriege in Nordafrika und im Nahen und Mittleren Osten geführt. Es soll kein Drohnenkrieg von deutschem Boden ausgehen. Drohnenkriege sind völkerrechtswidrig mit ihrer Kriegsführung. Mit Drohnen verstoßen die USA permanent gegen das Völkerrecht. Und Drohnenkriege sind außerdem grundgesetzwidrig, weil das Grundgesetz an das Völkerrecht gebunden ist. Das heißt, die Bundesregierung weiß ganz genau, dass sie permanent gegen das Grundgesetz verstößt und stellt sich permanent stumm und taub und blind. Ja, ein paar Worte zur... Also die Hauptforderung der Kampagne Stopp Air Base Rammstein ist die Schließung der Air Base Rammstein. Die Schließung der Air Base, weil die Air Base für Völkerrechtsverletzungen und für die Verletzung des Grundgesetzes verantwortlich ist. Die Air Base Rammstein ist eine von 800 bis 1000 Militärbasen, so genau lässt sich das nicht definieren, die Vereinigten Staaten von Amerika rund um den Erdball betreiben. Die USA haben immer noch den Anspruch, ihre gesellschaftlichen, ihre politischen Vorstellungen weltweit hegemonial durchzusetzen und haben dafür 800 Militärbasen, etwa 800 bis 1000 Militärbasen über den Erdball verteilt. Die Größe dieser Basen, die größte Basis der US Air Force außerhalb der USA mit etwa 8200 Militärangehörigen, die dort direkt auf dem Gelände arbeiten, ist die Air Base Rammstein. Im Raum Kaiserslautern, in der Umgebung der Air Base, leben ungefähr 50.000 US-Amerikaner, davon 30.000 Militärangehörige. Die US Air Base Rammstein ist bekannt für die Drohnenkriege, die von dort aus über diese Air Base, mit Unterstützung dieser Air Base geführt werden. Drohnenkrieg bedeutet, dass die Menschen, in denen diese Kriege geführt werden, in permanenter Bedrohung leben. Sie sehen die Drohnen am Himmel tagsüber, sie hören in der Nacht die Geräusche der Drohnen über sich. Die Drohnen verbreiten eine Atmosphäre ständiger Angst. In Ländern, in denen die USA Drohnenkriege führen, bedeutet das, dass diese Drohnen, die für die Bevölkerung wahrnehmbar sind, ständig zur Quelle von Gefahr, von tödlichen Bedrohungen werden können. Die US-Drohnenkriege sind eine wesentliche Ursache für die Fluchtursachen auf der Erde. Genau dort, wo die USA ihre Drohneneinsätze fliegen, kommen auch die Flüchtlinge her, die flüchtenden Menschen, die bei uns in Europa ankommen. Aus Afghanistan, aus dem Jemen, aus Pakistan, aus Somalia, aus Libyen, dem Irak und aus Syrien. Bei weitem die überwiegende Zahl der
Todesopfer, die durch Drohnenkriege, Drohnenanschläge verursacht werden, sind zivile Todesopfer. Bei jedem Drohnenangriff kommen im Durchschnitt zwischen 6 und 10 Zivilisten ums Leben. Also wenn die USA beschließen, einen Menschen, den sie für einen Terroristen halten, zu ermorden und einen Drohnenanschlag auf diesen Menschen ausüben, kommen im Durchschnitt 6 bis 10 Zivilisten ums Leben. Die neuesten Zahlen, die über die Opfer von Drohnenkriegen vorliegen, stammen aus dem Jahr 2013, weil die USA seither sehr bemüht sind, Drohnenkriege nicht mehr öffentlich sichtbar zu machen und die Opfer, die zivilen Opfer vor allem von Drohnenkriegen, unsichtbar zu machen. Damals im Jahr 2013 waren die Schätzungen, dass in Afghanistan etwa 3000 Zivilisten von Drohnen ermordet wurden, im Jemen etwa 1000, in Pakistan 3000 und insgesamt weltweit zwischen 15.000 und 20.000. Die Drohnenkriege der USA in Nordafrika und im Mittleren Osten sind angewiesen auf die Relaisstation auf der Airbase Ramstein. Aufgrund der Erdkrümmung können die Drohnen, die aus den USA gesteuert werden, ist diese Steuerung der Drohnen aus den USA nur möglich, weil die Steuerungssignale über Ramstein, über ein Funkkabel übertragen werden können und dann von Ramstein aus über Satellit zu den Drohnen weitergeleitet werden. Die Erdkrümmung würde es unmöglich machen oder sehr schwierig machen, die Zeitverzögerung wäre dann zu groß, die Drohnen direkt von den USA über Satelliten zu steuern. Ramstein ist aber nicht nur die Relaisstation für Drohneneinsätze. Ramstein hat weitere Funktionen. Die Truppentransporte, die Materialtransporte für die Kriege, die die USA im Irak, in Libyen, in Afghanistan führen, die werden zum größten Teil über Ramstein durchgeführt. Also ohne die Airbase Ramstein könnte die USA ihre Kriege in Afghanistan und im Irak und in anderen Ländern nicht führen. Ramstein verfügt über ein großes Militärkrankenhaus. Dort werden die verwundeten Soldaten aus dem Irak und aus Afghanistan versorgt. Ramstein beherbergt zahlreiche Kommandozentralen für die US Air Force und für die NATO. Und Ramstein beherbergt außerdem auch die Zentrale für das Raketenabwehrsystem der NATO, also für den Raketenschutzschirm, den die USA an der russischen Grenze aufgestellt haben mit Raketen, die sie sehr schnell auch zu Angriffszwecken umrüsten lassen. Und mit einem Raketenabwehrschirm, der bis vor kurzem gegen internationale Abkommen, die die NATO mit Russland oder früher mit dem Warschauer Pakt abgeschlossen hatte, verstoßen, weil nämlich Raketenabwehrsysteme dazu dienen, Erstschlagsfähigkeit herzustellen. Also durch die atomare Rüstung ist es ja so, dass Kriege nicht mehr führbar sind zwischen den starken, militär stark bewaffneten Staaten, weil derjenige, der als Erster schießt, der den Krieg beginnt, als Zweiter stirbt. Militärraketenabwehrsysteme sollen dieses Risiko für den Angreifer beseitigen und dadurch Kriege wieder führbar machen. Unsere Kampagne, die Kampagne Stopp Airbase Ramstein, ist jetzt 5 Jahre alt. 2015 wurde sie gegründet, ist entstanden aus den Montagsmahnwachen für den Frieden, die sich gebildet haben damals während der Ukraine-Krise, als es vielen Menschen aufgefallen ist, dass die USA in der Ukraine einen Regimewechsel betreiben und versuchen, die Ukraine aus dem russischen Einflussbereich herauszulösen und in den amerikanischen, in den US-amerikanischen Einflussbereich zu überführen. Seither gibt es die Kampagne Stopp Airbase Ramstein und sie hat sich zu einer der
stärksten und öffentlichkeitswirksamsten Friedenskampagnen in Deutschland entwickelt in den letzten Jahren. Die aktuellen Forderungen der Kampagne Airbase Rammstein, Stopp Airbase Rammstein, sind: wir fordern die Schließung der Airbase durch die Kündigung des Truppenstationierungsabkommens. Das Truppenstationierungsabkommen lässt sich kündigen mit einer Frist von 24 Monaten. Danach müssten die USA ihre Truppen aus Deutschland abziehen. Eine zweite wichtige Forderung ist, wir sind der Meinung, dass Kooperation mit Russland und Frieden mit Russland für Deutschland und für ganz Westeuropa von zentraler Bedeutung ist. Wir möchten den US-Drohnenkrieg, der nur mit deutscher Unterstützung im Nahen Osten und in Nordafrika möglich ist, beenden. Wir möchten den USA nicht weiterhin die Möglichkeit geben, ihre Drohnenkriege mit deutscher Unterstützung zu führen. Und wir sind der Meinung, dass die Rüstungsausgaben, dass das viele Geld, das für Rüstung ausgegeben wird, besser für soziale und für ökologische Zwecke benötigt wird. Ja. So viel zu unserer Kampagne Stopp Airbase Rammstein und zu unserer lokalen Initiative, die diese Kampagne unterstützt. Jetzt geht's weiter mit Nümmes. Hallo, Karl Nümmes aus Berlin, grüßt euch recht herzlich. Meine Lieder sind auch gesungene Diskussionsbeiträge. Und mein Diskussionsbeitrag heißt jetzt das Einheitsfrontlied. Und weil der Mensch ein Mensch ist, braucht er was zum Essen. Bitte sehr. Könnt ihr gerne mitsingen? Ich bin nämlich der Meinung, wir brauchen eine internationale Einheitsfront gegen Faschismus und Krieg. Nie nach dem Zweiten Weltkrieg war die Weltkriegsgefahr so groß wie heute, meiner Meinung nach. Und vor allen Dingen auch deswegen. Nochmal das Einheitsfrontlied. Der Hauptkriegstreiber, das hat der Kollege eben gesagt, 1800 oder noch mehr Basen der USA weltweit, das ist eindeutig der Hauptkriegstreiber hier in der Welt. Aber gefährlich ist die Situation, weil auch andere neue imperialistische Mächte auf den Plan treten. Ob das Russland ist oder China, die den USA den Rang hier ablaufen wollen und alle geifern und kämpfen um Macht und Einfluss, um wirtschaftliche Profite und Einfluss, deswegen das Einheitsfront geht. Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht er was zum Essen, bitte sehr. Es macht ihn eingeschwätzt nicht satt, das schafft kein Essen mehr. Drum links zwei, drei, drum links zwei, drei, oder Platz, Genosse. Reih dich ein in die Arbeit, Einheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist. Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht er auch noch Kleider und Schuhe. Es hält ihn eingeschwitzt nicht warm, hat auch kein Trommeln dazu, oder? Drum links zwei, drei, drum links zwei, drei, wo der Platz Genosse ist. Reih dich ein in die Arbeit, Einheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist. Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum hat er Stiefel im Gesicht nicht gern. Er will unter sich keinen Sklaven sehen und über sich keinen Herrn. Drum links zwei, drei, drum links zwei, drei, wo der Platz Genosse ist. Reih dich ein in die Arbeit, Einheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist. Thank you.
hat mir erlaubt, eine Strophe dazu zu machen, weil die Welt weitergegangen ist, seitdem Brecht und Eisler dieses Lied gemacht haben. Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht er die Natur, bitte sehr. Ohne Luft, ohne Wasser, ohne Mutter Erde gibt es den Mensch nicht mehr. Drum links, zwei, drei, drum links, zwei, drei, wo der Platz Genosse ist. Reih dich ein, wenn die Arbeit ein Heiz fand, weil du auch ein Arbeiter bist. Und weil der Prolet ein Prolet ist, drum wird ihn auch kein anderer befreien. Es kann die Befreiung der Arbeiter nur das Werk der Arbeiter sein. Und das meint ihr, drum links, zwei, drei, drum links, zwei, drei, wo der Platz Genosse ist. Reih dich ein, wenn die Arbeit ein Heiz fort, weil du auch ein Arbeiter bist. Dankeschön fürs Zuhören und vor allen Dingen auch Dankeschön fürs Mitsingen hier. Ich habe gehört, das war so schön. Solche Lieder muss man zusammen singen. Ach ja, was ist denn eigentlich die tiefere Ursache von Kriegen? Ist das irgendwie eine Politik, die Merkel oder Trump oder wer sich ausdenkt? Oder steckt da nicht viel mehr dahinter? Also mein gesungener Diskussionsbeitrag sagt aus, das ist der Kapitalismus, die Profitgier. Das treibt die Monopolkapitalisten an. Sie müssen Kapital exportieren, nicht nur Waren. Sie müssen Kapital exportieren in alle möglichen Länder. Und das ist der Drang nach Beherrschung der Welt aus reiner Profitgier. Deswegen möchte ich mal ein Liedchen singen, das könnt ihr auch in YouTube sehen, wie das 100 Kinder auf der Friday for Future Demo mitgesungen haben. Die haben sogar dazu getanzt. Das Lied heißt, da ist der Wurm drin. Wieder eine Gelegenheit mitzusingen. Merkels Päckchen für das Klima macht das Klima wieder prima. Fürs Klima unser Börsenzocker macht Merkel Steuergelder locker. Oh, das ist mir zu laut da. Es ist immer schön, wenn das viele Leute mitsingen und wenn wir die gute akustische Situation hier ausnutzen, dass dieses Lied mit dem Wurm rübergeweht wird bis zum sogenannten Reichstag, ja? Also nochmal den Refrain schön laut, damit Merkel den auch hört, ja? Und die US-Botschaft dahinter. Da ist der Wurm drin, da ist der Wurm drin. Ne Wurmkur hat da keinen Zweck. Es ist so schwer, heute zu regieren. Denn alle kann man ja nicht schmierigen. Umweltverbrecher füllen die Taschen und ihre Hände grün gewaschen. Doch den dicken, fetten Maden wollen die Leute an den Kragen. Mit der Natur in Einklang bleiben geht nur, wenn wir die Herren vertreiben. Oder was meint ihr? Da ist der Wurm drin, da ist der Wurm drin. Ne Wurmkuh hat ja keinen Zweck. Da ist der Wurm drin, da ist der Wurm drin. Kapitalismus aus weg. Da ist der Wurm drin, da ist der Wurm drin. Ne Wurmkuh hat da keinen Zweck. Da ist der Wurm drin, da ist der Wurm drin. Kapitalismus muss weg. Jetzt kommt eine ganz schwere Strophe. Muss ich ganz langsam singen. Das Kapital agiert global. Sie haben das Geld, wir haben die Qual. Man sagt, du hättest die Wahl. Die Qual der Wahl wird Wahl der Qual. In dem Problem steckt auch die Lösung drin. Und die heißt Sozialismus, das macht Sinn. Ich denke, ihr ahnt es vielleicht schon. Da hilft nur Re.
Revolution. Denn da ist der Wurm drin, da ist der Wurm drin. Nur Wurm hat da keinen Zweck. Da ist der Wurm drin, da ist der Wurm drin. Kapitalismus muss weg. Da ist der Wurm drin, da ist der Wurm drin. Nur Wurm hat da keinen Zweck. Da ist der Wurm drin, da ist der Wurm drin. Kapitalismus muss weg. Dankeschön! Hallo Berlin! Liebe Freunde, liebe Gäste, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier am Hauptbahnhof zu Gast sind und dieser wichtigen, so wichtigen Veranstaltung teilnehmen. Und zwar geht es um den Kampf gegen den US-Drohnenkrieg, der tausende unschuldige Menschen zu verantworten hat und diese Signale für diese Kampfdrohnen in Syrien, in Afghanistan, in Irak, in Sudan und im Jemen, die laufen über die US-Airbase Ramstein. Und wir haben vor 30 Jahren, als der 2+4-Vertrag geschlossen wurde, dass die Voraussetzung, dass wir diese beiden deutschen Staaten, DDR und BRD, zusammenführen konnten. Wir haben dieser Welt ein völkerrechtskräftiges Versprechen geliefert, dass von deutschem Boden nur Frieden ausgehen wird. Und so steht es im Vertrag, 2+4-Vertrag, Artikel 2 formuliert drin. Und daran hat sich unsere Bundesregierung, Gott verdammt mich nochmal, dran zu halten, was sie seit 30 Jahren nicht macht. Gleichwohl schreiben wir heute den 26. November auch ein ganz wichtiges Datum, was mit Großbritannien zu tun hat. Heute war eine weitere Verhandlung im Auslieferungsprozess von Julian Assange, den australischen investigativen Journalisten. Mehrfache internationale Auszeichnung hat er erhalten und dafür ist extra aus Mönchengladbach eine ganz, ganz liebe Freundin nach Berlin gekommen. Das ist Easy von der Initiative Free Assange Europe und sie wird jetzt hier ein paar Worte an euch richten, weil wir heute Vormittag eine Petition im Paul-Löbe-Haus überreicht haben an Mitglieder des Bundestages, der FDP, der Grünen, der Linken, der SPD und einem fraktionslosen Mitglied des Bundestages. Seit mehr als 1,5 Jahren sitzt Whistleblower Julian Assange im Londoner Hochsicherheitsgefängnis in Isolationshaft. Dort muss er mindestens bis zum 4. Januar auf das Urteil des britischen Gerichts über den Auslieferungsantrag aus Washington warten. Für viele Aktivisten rund um die Welt eine untragbare Situation. In Deutschland macht sich die Free Assange Committee Germany für seine Freilassung stark. Nun haben Aktivisten des Komitees zusammen mit der Initiative freeassange.eu eine Petition zum Schutz der Grund- und Menschenrechte des WikiLeaks-Gründers an den Bundestag übergeben. Für Marie Wasilewski, Sprecherin des Free Assange Committee Germany, handelt es sich hierbei um eine Frage von Leben und Tod. Im Moment ist er in einer Situation, dass sein Leben massiv gefährdet ist und es ist tatsächlich ein Wunder, dass er noch lebt. Denn er hat einen chronischen Gesundheitszustand. In den ganzen Jahren in der ecuadorianischen Botschaft konnte er nicht angemessen medizinisch versorgt werden. In diesem Zustand ist er ins Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh gekommen als Unschuldiger. Und wird dort auch nicht angemessen medizinisch versorgt. Und es ist wirklich dringend Handlung geboten dafür, dass sein Leben geschützt und gerettet wird. Doch es geht dabei nicht nur um die Person Julian Assange. In der Petition heißt es unter anderem, wird Julian Assange verurteilt, ist das das Ende von Pressefreiheit und Rechtsstaatlichkeit weltweit. Es ist so, dass die USA hier versuchen, einen Fall extraterritorialer Rechtsprechung voranzubringen und einen Präzedenzfall zu schaffen, der die Konsequenzen hätte, dass jeder Journalist, jede Journalistin weltweit verfolgt werden könnte. Julian Assange ist australischer Journalist. Er hat nie von den USA aus publiziert. Er wurde in England willkürlich inhaftiert. Ich kann Sie auch fragen, welche Rechtsprechung hat die USA in diesem Fall? Es gibt keine. Und wenn wir aber zulassen, dass die USA sich einfach dieses Recht nehmen
und damit durchkommen, dann ist ein Präzedenzfall geschaffen, dann sind die Dämme gebrochen, dann können alle Journalisten, alle Journalistinnen verfolgt werden. Und das gilt es zu verhindern. Deswegen ist dieser Fall so wichtig. Von der Bundesregierung wünscht sich Marie Wasilewski, dass diese gegenüber der britischen Regierung eine klare, verurteilende Position bezieht und eine sofortige Freilassung von Julian Assange fordert. Immerhin hätte die Bundesregierung bereits in anderen Fällen, die keinen direkten Bezug zu Deutschland hatten, sich nicht nur klar positioniert, sondern sogar gehandelt. Wie etwa im Fall Nawalny. Die bei der Übergabe anwesenden Abgeordneten bezeugten, dass der Fall Assange im Bundestag tatsächlich nicht gänzlich vom Tisch sei. Der Fall Assange ist Thema. Gerade durch die Übergabe der Petition wird es natürlich auch wieder etwas stärker in den Blickpunkt gerückt. Aber ich kann sagen, in meiner Fraktion beschäftigt man sich nach wie vor mit dem Thema. Wir hatten erst kürzlich in unserer Fraktionssitzung den Vater und den Bruder von Julian Assange und haben uns informiert über die Situation. Ganz klar ist für uns, dass es nicht sein kann, dass Menschen, die Verstöße gegen Menschenrechte, gegen Unrechtmäßigkeiten aller Art stärker bestraft werden als die Menschen, die wirklich für diese Unrechte verantwortlich sind. Kerstin Kastner, die auch Mitglied des Petitionsausschusses ist, denkt, dass die Bundesregierung durchaus die Möglichkeit hätte, immer wieder Gespräche mit der britischen Regierung zu führen und auf eine Freilassung zu drängen. Der Grund, warum sie das nicht tut, könnte auch in der Angst vor US-Sanktionen liegen. Das ist leider naheliegend, weil wir haben an vielen Stellen schon gemerkt, dass die Bundesregierung sich nicht mit den USA anlegen will. Also Sie kennen ja das Zitat, dass unter Freunden tut man das nicht. Da ist aber falsch verstandene Freundschaft. Ich verstehe unter Freundschaft, dass man sich gegenseitig berät, dass man gegenseitig das Beste aus dem anderen herausholt und auch einmal auf das hinweist, was nicht in Ordnung ist. Das würde ich mir wünschen von der Bundesregierung. Neben der Petitionsübergabe war am Nachmittag auch eine Protestaktion vor der britischen Botschaft in Berlin geplant, um das Thema Julian Assange nicht aus der Öffentlichkeit verschwinden zu lassen. Julian Assange ist wegen der Veröffentlichung geheimer Dokumente und Verstößen gegen das Antispionagegesetz angeklagt. Im Fall einer Verurteilung drohen ihm in den USA bis zu 175 Jahre Haft. Dankeschön. Und insofern würde ich euch bitten, einen riesengroßen Applaus für Easy zu liefern, die extra aus Mönchengladbach hier steht. Super, vielen Dank, Matthias, das ist ja echt lieb von dir. Ja. Ja, richtig. Wir haben heute eine Petition im Bundestag übergeben für den Schutz der Grund- und Menschenrechte von Julian Assange. Und ich weiß nicht, was ihr über Julian Assange wisst. Den Namen habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und heute sollte eigentlich wieder eine dieser vierwöchigen Anhörungen vor dem Westminster Magistrates Court stattfinden. Diese Anhörungen müssen alle vier Wochen stattfinden, damit Julian Assange weiter festgehalten werden kann im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh. Und dort wird er schon seit über anderthalb Jahren festgehalten. Seit einem Jahr und sogar noch länger hat er ein Urteil wegen Verstoßes gegen Kautionsauflagen abgesessen. Und trotzdem sitzt er als unschuldiger Journalist im Hochsicherheitsgefängnis. Das ist das Gefängnis mit der höchsten Sicherheitsstufe von ganz Großbritannien. Ein gewaltloser politischer Gefangener mitten in London, der psychologisch gefoltert wird. Denn er sitzt über 23 Stunden am Tag in einer Einzelzelle ohne Kontakt zur Außenwelt und auch nur mit kaum Kontakt zu seinen Anwälten. Der Kontakt, der ihm zugestanden wird, reicht vorne und hinten nicht, um seine eigene Verteidigung mit vorbereiten zu können. Im Februar und im September dieses Jahres gab es einen Schauprozess gegen ihn in London. Im Februar war ich auch mit dabei, das war sehr aufschlussreich. Im September konnte ich wegen Corona leider nicht, wegen der Maßnahmen, nicht wegen der Krankheit. Und am 4. Januar wird das Urteil gefällt von der Bezirksrichterin Vanessa Berizza. Diesen Namen sollte man sich merken, der wird in die Geschichte eingehen, denn in diesem Prozess geht es nicht nur um die Auslieferung von Julian Assange und dessen Leben, was damit gleichzeitig ausgeliefert wird. Denn im menschenverachtenden Gefängnissystem der USA hat er keine Überlebenschance. Man muss es so dramatisch sagen. Wer sich mit den Gefängnissen in den USA mal beschäftigt hat, weiß, wovon ich rede.
Es ist nicht möglich, wenn er ausgeliefert wird, dass er das überlebt. Das müssen wir uns klar machen. So, darum geht es zum einen. Zum anderen geht es aber auch um die Zukunft unserer Pressefreiheit. Denn Julian Assange ist einfach ein Journalist, der die Wahrheit berichtet. Und dafür wird er angeklagt. Und wenn man jemanden dafür anklagt, dass er seinen Job macht, und wenn das erlaubt wird, dass diese Anklage erfolgt hat, wenn die USA damit durchkommen, dann wird damit ein Präzedenzfall geschaffen und dann sind wir bald die Nächsten, die dafür angeklagt werden. Wenn Matthias seinen Job als Journalist macht, dann kann er als Nächster in die USA ausgeliefert werden. Ich möchte das nicht, du möchtest das bestimmt auch nicht, deswegen unterstützt du uns so großartig. Und viele andere Journalisten haben da ebenfalls keine besonderen Ambitionen, ausgeliefert zu werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir alle auf der Straße stehen. Denn wenn einmal dieser Präzedenzfall geschaffen ist, dann ist das Realität und dann ist die Realität erstmal so. Und wie sich das anfühlt und ob das so eine erstrebenswerte Zukunft ist, das kann sich ja mal jeder und jede selber überlegen. Ich möchte das nicht. Und deswegen fordere ich alle Leute auf, unterstützt Julian Assange, informiert euch. www.freeassange.eu ist unsere Webseite. Hier in Berlin gibt es alle zwei Wochen Mahnwachen, donnerstags, 18 Uhr, Pariser Platz vor der US-Botschaft. Die nächste erste und dritte Donnerstag. Genau, die nächste ist nächste Woche. Kommt vorbei. Wir müssen aktiv werden, denn sonst war es das mit unserer Zukunft. Gegen Kriege, Freiheit für Julian Assange. Dankeschön. Free Assange! Free Assange! Free Assange! Free Assange! Vielen, vielen lieben Dank. Danke, Matthias. Am 26. März 2015 begann der Krieg gegen den Jemen von Bin Salman, den saudischen Kronprinzen, ins Leben gerufen mit einer Kriegskoalition, unter anderem mit den Ländern zusammen, Marokko, Sudan, Israel, Ägypten, Kuwait, Katar, Jordanien und so weiter und so fort. Seit dieser Zeit läuft ununterbrochen ein permanentes Bombardement auf die Zivilbevölkerung des Jemens. Von 28 Millionen Menschen sind 22 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Seit diesem März 2015 ist um den Jemen eine Totalblockade zu Land, zu Luft und zur See gelegt. Und das alles passiert mit deutschen Kriegswaffen. Es sind deutsche Kriegsschiffe, die im Arabischen Meer, im Roten Meer und in der Straße von Hormuz und Straße von Bab el-Mandeb unterwegs sind. Von den Grenzen aus, von den saudischen Grenzen aus, wird in den Jemen mit deutschen Haubitzen Granaten abgefeuert. In der Luft werden mit deutschen Tornado-Kampfjets bzw. Eurofighter-Kampfjets Bomben über den Jemen von Rheinmetall abgeworfen. Und zusätzlich kommt noch die Kampfdrohnen, die US-Kampfdrohnen, wo sie die Signale über Rammstein bekommen, wo Hochzeiten, wo Krankenhäuser, wo Zivilisten, unschuldige Zivilisten aus Hunderten von Metern aus der Luft heraus abgeschlachtet werden. Die haben laut UN-Konvention keine Möglichkeit gehabt, ein gerechtes Verfahren zu erleben, wenn ihnen denn überhaupt was vorgeworfen werden kann. Deutschland ist seit den letzten Jahren eines der führenden Länder, es wechselt immer so dritter, vierter oder fünfter Platz, was die Rüstungsexporte anbetrifft. Und das hauptsächlich auch in Länder der dritten Welt, also nicht in dem Umfang, dass man sagt, die deutsche Rüstungsindustrie, die würde ihre eigene Bundeswehr richtig ausstatten oder befreundete Staaten der NATO-Länder oder die Schweiz oder Israel, mit denen sie Verträge gemacht haben, die so als ähnliche EU-Staaten gelten. Nein, die deutschen Rüstungsexporte gehen an die übelsten Diktatoren dieser Welt und somit begehen die Regierungen der letzten 30 Jahre Beihilfe zu Kriegsverbrechen und Völkermord in Israel, in Syrien, im Jemen,
im Sudan und wo auch immer deutsche Waffen und deutsche Bomben eingesetzt werden. Und nicht einmal nationales Recht. Wir haben das Kriegswaffenkontrollgesetz, was ausdrücklich vorschreibt, dass Deutschland keine Rüstungsgüter an kriegführende Länder zu liefern hat. Das steht im EU-Ratsprojekt drin, im UN-Waffenhandelsabkommen. Es gibt das UN-Gewaltverbot, das vorschreibt, dass Konflikte mit friedlichen Mitteln zu lösen sind. Die Androhung und Ausübung von Gewalt ist verboten. Und all diese nationalen und internationalen Rechtsnormen bricht diese Bundesregierung seit 30 Jahren. Und mir braucht niemand zu erzählen, dass dieser Staat ein Rechtsstaat wäre. Ich bin Matthias, ich habe im Februar 2017 die Friedensinitiative Stop the War in Jemen gegründet und ich unterstütze die Kampagne Stop Airbase Rammstein Gruppe Berlin, genauso wie die Hauptkampagne Stop Airbase Rammstein und viele andere Friedensinitiativen. Und ich bitte euch herzlich dafür am 5.12. von 13.30 Uhr bis 2-3 Stunden vor dem Paul-Löber-Haus Gesicht zu zeigen und eine Menschenkette im Anschluss darum, um den Reichstag mit anderen Friedens- und Menschenrechtsaktivisten zu bilden. Und ich freue mich jetzt, die nächsten kulturellen Höhepunkte für unsere heutige Veranstaltung gemeinsam mit euch hören zu dürfen. Vielen, vielen herzlichen Dank, euer Matthias. Ja, danke schön, Matthias. Jetzt nochmal Karl Lümmes hier, Liedermacher aus Berlin, Treptow. Also. Durch Fake News ran, mit Fake News fängst du Kriege an. Leckt Öl und Blut, dir schlägt die Wut überall entgegen und das ist dumm. Donald Trump will stop you. Hey, Donald Trump will stop you. Merkel, Macron verkleiden sich brav und spielen überall das Friedensschaf. Putins Waffen und Chinas Geld morden mit in aller Welt. Donald Trump will stop you. Donald Trump will stop you. Komm mal bitte. Donald Trump will stop you. Donald Trump will stop you. Wenn er kleiner ist, die Frage ist nur, wer wen auffrisst. Deshalb zieht meine Rebellion gegen jede imperialistische Aggression. 1, 2, 3, 4. Donald Trump will stop you. Donald Trump will stop you. Donald Trump will stop you. Und jetzt nochmal ohne, hey! Donald Trump will stop you. Donald Trump will stop you. Yeah! Donald Trump will stop you. Donald Trump, we've stopped you! Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber es ist natürlich wunderbar, wie die Menschenmassen in den USA dem Donald Trump jetzt einen kräftigen Tritt in den Arsch gegeben hat. Und er merkt das immer noch nicht. Aber ehrlich gesagt, so große Hoffnungen in den Biden habe ich auch nicht. Denn sein guter Freund Obama, ihr habt vorhin von dem Drohnenkrieg der USA gesprochen. Und dafür hat ja der Obama den Friedensnobelpreis gekriegt, dass er den Drohnenkrieg massenhaft ausgeweitet hat. Ne? Deswegen ist er, ich glaube, der Lenin sagte mal, in der bürgerlichen Demokratie hat das Volk das Recht, entweder in eine Fraktion der Monopolkapitalisten oder der Herrschenden zu wählen oder die andere Fraktion. Ja?
Jetzt ist so ein bisschen dann der Biden, der ist so ein bisschen diplomatischer und versucht den ganzen Machtanspruch so ein bisschen netter und freundlicher zum Ausdruck zu bringen. Aber machen wir uns keine falschen Hoffnungen, wenn man einem Wolf sagt, hör mal, die Gesetze sind aber doch so, du darfst keine Lämmer fressen. So ist das, ja, ja. Also, jetzt habe ich noch als letztes ein Lied, bevor ich dann zum Werbeblock komme. Ich mache euch schon mal aufmerksam auf den Werbeblock. Ich habe ein paar CDs da hier dabei von der Nimbus Band. Die könnt ihr mir gerne unter Umständen, also sagen wir mal, gegen einen kleinen Deal trenne. Ich trenne mich nicht gerne von den CDs, aber wenn ihr mir unbedingt ein bisschen Geld geben wollt, ja, dann gebe ich euch auch gerne mal so eine CD mit. Denn Frau Merkel hat gesagt, die Kinder brauchen wieder Volkslieder. Ja, echte, gute deutsche Volkslieder. Ja. Also nehmt das dann gleich mit. Eins von diesen Liedern ist das Sternelied. Nur wer den Blick hebt, kann die Sterne sehen. Wir stecken mitten im Leben und das Leben ist hart. Wir spüren die Erde beben und berühren uns zart. Doch was wir täglich durchleben, gibt uns auch die Kraft, stolz den Kopf zu erheben. Nur so wird Neues geschafft. Wer den Blick hebt, kann die Sterne sehen. Nur wer den Blick hebt, kann nach vorne gehen. Nur wer den Blick hebt, kann die Sterne sehen. Nur wer den Blick hebt, kann nach vorne gehen. So wie der Hamster im Laufrad, drehen wir uns auf dem Kreis. Weil jeder mit sich zu tun hat, so läuft das Laufrad heiß. Denn was wir täglich durchleben, gibt uns auch die Kraft, stolz den Kopf zu erheben. Nur so wird Neues geschafft. Nur wer den sehen. Nur wer den Blick hebt, kann nach vorne gehen. Nur wer den Blick hebt, kann die Sterne sehen. Nur wer den Blick hebt, kann nach vorne gehen. Auf unserem Weg gibt es Steine, doch wir wollen nicht zurück. Wir gehen ihn nicht alleine, wir gehen ihn Stück für Stück. Denn was wir täglich durchleben, gibt uns auch die Kraft, stolz den Kopf zu erheben. Gott wird Neues geschafft. Gibt, kann die Sterne sehen. Nur wer den Blick hebt, kann nach vorne gehen. Nur wer den Blick hebt, kann die Sterne sehen. Nur wer den Blick hebt, kann nach vorne gehen. Jawohl, das war Carnimus aus Berlin. Hier gegen den US-Imperialismus und Stadt Rammstein, da bin ich volle Kanne dafür.
Und ich gehe jetzt mal ein bisschen rum mit meinen CDs und würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar CDs abkauft. Für die Bandkasse ist das ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ich wollte noch mal hinweisen auf die Kundgebung am Samstag, den 5. Dezember, also jetzt Samstag in einer Woche um 13.30 Uhr, die Kundgebung für Abrüstung und für Entspannungspolitik. Vor dem Bundeskanzleramt ist der Treffpunkt um 13.30 Uhr. Dann gibt es erst Reden mit ziemlich prominenten Teilnehmern. Also es scheinen sich jetzt auch der Deutsche Gewerkschaftsbund und Umweltschutzverbände wieder in die Friedensbewegung ein, nehmen teil an dieser Kundgebung. Und im Anschluss an die Auftaktkundgebung möchten wir dann eine Menschenkette um das Reichstagsgebäude bilden. Also da ist es wichtig, dass so viele wie möglich von uns an dieser Kundgebung dabei sind. Und jetzt möchte Bernd noch mal kurz ein paar Zitate von Frau Kramp-Karrenbauer aus der Bundestagsrede vorlesen, die zeigen, wie unsere Verteidigungsministerin und wie unsere regierenden Kräfte gerade drauf sind, also was die in Zukunft, wie die sich deutsche Weltpolitik mit militärischen Mitteln in Zukunft vorstellen. Ja, vielen Dank, Micha. Ich würde euch gerne einen Abschnitt aus der Rede von Frau Kahn-Karrenbauer am 30. September in der entsprechenden Bundestagsdebatte zur Kenntnis bringen, wo es um die Begründung des Rüstungsetats, ich hatte ja vorhin schon einiges dazu gesagt, vor den Abgeordneten im Bundestag ging. Schließlich fällt der Blick nach Asien auf China und auf die Auswirkungen, die eine veränderte Machtbalance dort auf uns, auch hier in Europa und in Deutschland hat. Die neuen Leitlinien der Bundesregierung zum Indo-Pazifik definieren Deutschlands Rolle in dieser entscheidenden Weltregion, in der ein großer Teil unseres Wohlstandes erwirtschaftet wird. Das ist schon mal interessant. Unsere Wirtschaft, unser Wohlstand wird in Indochina erwirtschaftet. Um es noch einmal deutlich zu machen, weil es heute Morgen wohl die eine oder andere Unsicherheit über die Rolle der Bundesregierung und auch die Rolle der Bundeswehr in diesem Raum gab, darf ich zitieren aus eben diesen Leitlinien zum Indo-Pazifik. Die Bundesregierung, jetzt das Zitat, die Bundesregierung wird ihr sicherheitspolitisches Engagement im Indo-Pazifik ausweiten. Die sicherheits- und verteidigungspolitische Kooperation in der Region mit ihren Partnern ausbauen. Dies kann die Teilnahme an Übungen in der Region sowie verschiedene Formen maritimer Präsenz umfassen. Für die, die es nicht wissen, maritime Präsenz ist die Übersetzung von Schiff. Deswegen werden wir, wenn Covid es erlaubt, nächstes Jahr mit der Bundeswehr auch in diesem Raum präsent sein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieser Blick macht deutlich, wenn unser Geschäftsmodell global ist, dann muss auch unsere Sicherheitspolitik global sein. Ich muss deshalb noch einmal deutlich sagen, die Deutschen werden als Sicherheitsgarant dafür mehr tun müssen. Nicht für Trump, nicht für irgendwen, sondern für unsere eigene Sicherheit. Lassen Sie mich mit dem Blick auf das, was die Linken heute Morgen in der Generaldebatte gesagt haben, ich meine den platten Versuch, Bildung gegen Sicherheit und gegen Verteidigung auszuspielen, noch einmal deutlich sagen, ich will gut, ja, bestausgebildete Kinder in der Bundesrepublik Deutschland. Aber ich will, dass sie zu selbstbestimmten Menschen heranwachsen können, die in Frieden und Freiheit leben. Und für Frieden und Freiheit stehen die Bundeswehr, die gemeinsame europäische Verteidigung und die NATO.
Dafür lohnt es sich, Geld in die Hand zu nehmen. Dann vielleicht noch mal ein Abschnitt zu den erhöhten Rüstungsausgaben, über die wir vorhin gesprochen haben, wofür die dann am Ende ausgegeben werden sollen. Bei einigen der langfristigen Rüstungsprojekte hat die Pandemie die Lage aber verändert. Hier fordern die Hersteller, die durch Corona in Not geraten sind, größere Teile der Kosten zu einem früheren Zeitpunkt ein. Das heißt, die Gesamtkosten steigen nicht, aber die Bugwelle erreicht uns früher und dadurch werden Planungen obsolet. Konkret heißt das, die großen Beschaffungsvorhaben, allen voran europäische Kooperationsvorhaben, werden nicht umsetzbar sein, wenn dafür in Zukunft nicht zusätzliches Geld bereitgestellt wird. Das gilt für den Eurofighter wie das deutsch-französische FCAS-Projekt und den Hubschrauber H90. Wenn deutsche und europäische Unternehmen die Liquidität erhalten sollen, die sie brauchen, dann müssen dafür neue Zusagen gemacht werden. Das ist ein Anliegen der gesamten Bundesregierung. Der Finanzminister hat gestern gesagt, wir werden dafür Sorge tragen, dass die Investitionstätigkeit in diesem und in den folgenden Jahren nicht zurückgeht. Er hat recht, denn es geht um den Etat, nicht nur um die Sicherheit, es geht um die Wertschöpfung und Arbeitsplätze am Industriestandort Deutschland. Bei all dem ist besonders wichtig, diese Großvorhaben werden nicht... Schluss. Okay. Ich werde den Absatz noch mal zu Ende bringen, der eben je durch eine kleine Sabotage unterbrochen war. Entweder jemand hat hier, was wir erzählt haben, nicht gefallen. Wie auch immer, oder ihm ist raus über die Leber gelaufen, dass er das Hauptnetzkabel gezogen hat und dabei auch bildet in Kauf genommen hat, dass eventuell hier Technik beschädigt oder zerstört wurde. Das ist also auch nicht ganz die feine englische Art, wer es auch immer gewesen ist. Der Finanzminister hat gestern gesagt, wir werden dafür Sorge tragen, dass die Investitionstätigkeit in diesem Jahr und in den folgenden Jahren nicht zurückgeht. Er hat recht. Denn es geht bei unserem Etat nicht nur um Sicherheit, es geht auch um Wertschöpfung und Arbeitsplätze am Industriestandort Deutschland. Bei all dem ist besonders wichtig, diese Großvorhaben werden nicht bedingungslos umgesetzt und sie werden schon gar nicht zulasten kleiner oder mittlerer Projekte umgesetzt, wie wir für das Funktionieren des Gesamtsystems, Bundeswehr brauchen. Das haben wir in der Vergangenheit zu lange getan. Und an dem Ergebnis leidet die Bundeswehr, leiden die Soldatinnen und Soldaten noch heute. Jetzt kommen einige Beispiele, was in der Presse auch verschiedentlich kolportiert wurde, was in der Bundeswehr so alles schief läuft, dass also Hubschrauber nicht fliegen können, Geräte nicht funktionieren. Das haben wir in allen Teilen über die Medien schon auf die eine oder andere Weise gehört. Jetzt geht es nochmal um die Finanzierung und da sagt sie, aber das reicht noch nicht aus. Es muss weiteres dazukommen. Dazu gehört als ein zentrales Vorhaben auch die Beschaffung bewaffneter Drohnen für die Bundeswehr. Für den bestmöglichen Schutz unserer Streitkräfte im Einsatz ist das unerlässlich. So, in Ihrer Schlussbemerkung, das ist noch ein interessanter Punkt, den will ich euch auch nochmal zum Abschluss vortragen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vor 30 Jahren, als das vereinte Deutschland zusammenwachsen musste, durfte, zum Glück, war die Bundeswehr, was viele gar nicht erwartet haben, ein Motor der Integration von Ost und West. Heute
30 Jahre nach der Einheit gilt, dass Deutschland sicherheitspolitisch in eine neue Rolle hineinwachsen muss. Und wieder kann die Bundeswehr ein Motor sein, der einen wichtigen politischen und gesellschaftlichen Prozess voranbringt, in dem unsere Streitkräfte Deutschland, seine Menschen, seine Interessen, seine Werte verteidigen und indem wir dafür unsere Verantwortung stärken, in Europa und in der Welt. Also das ist im Prinzip die neue geostrategische, geopolitische Ausrichtung im Zeitalter der Globalisierung. Und daraus leitet sich auch die ganze Notwendigkeit ab, dass wir deutlich mehr Geld ausgeben werden und müssen zulasten anderer Dinge, dass Deutschland wieder im Begriffe ist, unmittelbar in das weltpolitische Geschehen einzugreifen. Und das widerspricht, Matthias hat es ja vorhin auch gesagt, diametral den Grundsätzen, die sich die Bundesrepublik bei ihrer Gründung und zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung Deutschlands gestellt hatte, dass nie wieder Krieg von deutschem Boden ausgeht. Wie das durch Einsätze im asiatisch-pazifischen Raum und ähnliche Dinge gelingen soll, ist mir ein Rätsel. Danke. Wir sehen uns dann am Samstag, den 5. Dezember, bei der Kundgebung für Abrüstung und für Entspannungspolitik vor dem Bundeskanzleramt. Zuerst die Kundgebung um 13.30 Uhr mit einigen Reden und anschließend dann die Menschenkette um den Reichstag, um das Reichstagsgebäude. Okay, dann wünsche ich euch allen einen guten Heimweg und noch einen schönen Abend. Ein schönes Wochenende bald und wir sehen uns wieder am 5. Dezember. Tschüss!